Christine. Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Crystal Dust. Wir sind hier in der Arena, wir haben den Ohren gewonnen und wir sind ich und. Ja, wir haben. Dori hatte ich, das hatte ich ja erwähnt, doch bei Dark Rising, der hat es doch noch am Ende geschafft, offscreen den Ohren zu holen. Das hatte ich ja in Dark Rising nochmal erwähnt. Und ich habe die Schnauze voll von Dark Rising. Davon habe ich gerade echt die Schnauze voll mit dem Unterlevelt sein. Naja, wir kriegen jetzt erstmal einen Anruf von Professor Lind und das heißt, wir gehen ins Pokémon Center, holen uns unser Tauboga. Heilen vielleicht erstmal Rocky. Gute Idee. Wolltest du nicht gar nicht Nebulak oder so fangen für statt Luna? Wolltest du nicht Nebulak oder so fangen für Luna? Ja, das ist mir klar. Als Ausgleich, ich habe ein weibliches Hundemann bei Dark Rising. Das gleicht ihm. Rollentausch. Ja. Für die Leute, die checken, wovon wir reden, braucht ihr nicht. Ich bin jetzt vom Radioturm. Warte gerade mal gucken, ich pack gerade mal Brainstorm nach vorne. Ja. Wir haben endlich den Radioturm übernommen. Nun werden alle wissen, wie es ist, den wahren Terror von den Rockets zu erfahren. Wir werden dir zeigen, wie schrecklich wir sind. Halt's Maul, die Rocket. Halt einfach das Maul. Ja, das Radikal hat keinen Zielstrahl überstanden. Und das zweite Radikal knöpft sich erstmal Rocky vor. Übrigens, Lorblatt entwickelt sich verdammt früh auch zu Meganie weiter, ist mir bei Dark Rising aufgefallen. Ja? Level 32. Welches Level denn? Ah, okay. Ja, Genugtuo entwickelt sich zum Schluss, ne? Meine ich vom Level her. Ja, das meine ich auch. Ich glaube, der entwickelt sich regulär auf Level 36 oder 34. Also das erste ist durch Brainstorm down gegangen, das zweite geht jetzt erstmal durch Rocky down. Kinderspiel. Den ersten habe ich erledigt. Vielleicht solltest du mit der roten Haut erstmal zum Mr. Pokémon gehen und dir den EP-Teiler holen. Ach, geht schon so. Die 10 Level Unterschied. Die krieg ich schon so geregelt. Na, wenn du meinst. Ja, Level 26 Arbok. Wollen die uns auf den Arm nehmen? Deswegen, das meine ich ja. Intensität 8. Schöner Treffer.
und won it. Geil. Na gut, bei 7 Level Unterschied. Also du, ich weiß nicht, was du gestern Abend gemacht hast, aber ich habe mir gestern Abend erstmal das DFB-Pokalfinale reingezogen. Ja, ich war ja gestern Abend im Team und hab nichts mehr geguckt. Ich fand das DFB-Pokalfinale spannender. Meine Jungs haben gewonnen, natürlich. Ist doch gut. Und die Mutanten haben sich ganz schön auf die Fresse gehauen. Ich bin eher Bayern-Fan als X-Men-Fan. Jetzt kriege ich bestimmt ein paar Hater-Kommentare unter diesem Video, in dem es heißt: Scheiß Bayern, Scheiß Bayern, Scheiß Bayern. Wetten wir? Bayern finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Danke, wenigstens eine Fan-Empfehlung hier. Mein Handy vibriert. Dena, ist mir scheißegal, was du twitterst. Toll, mach jetzt schon Schleifwerbung von Dena, Dirk. Ja, toll, kann er mehr erstmal ein bisschen was zahlen dafür. Ja. Soll er mir mal ein paar seiner Millionen Abonnenten abgeben? Gute Idee. Macht er aber nicht. Wenn ich jetzt innerhalb von einer Stunde, nachdem das Video hochgeladen ist, 1 Million Abonnenten habe, weiß ich warum. Du denkst, du bist ein Hate? Ey, ich bin besser als du mit deinen 5 Radfratz. By the way, Rocky ist Level 34, hat sich aber noch nicht weiterentwickelt. Geht schon noch. Solange es sich am Ende überhaupt weiterentwickelt, ist es mir egal wann. Geht schon noch, wenn sich Simsel entwickelt hat, dann wird sich das bisschen auch entwickeln. Denke ich auch. Zwei Slimers und ein Slimer. Das hat er keine Hobbys gehabt beim Fangen deiner Pokémon? Anscheinend nicht. Slimer stinkt. Das hat man im Anime gesehen. Ja. Das war die geilste Szene mit dem Kraftwerk. Vor allem, dass man die Schlüpfer sich erstmal in Pikachu verknallt hat. Ja, richtig geil. Dann später Slaymob bei Professor Eich in der Hütte. Sag mal eine Frage, wäscht er das nicht oder warum stinkt es nicht mehr? Ash setzt so oft Slymog ein in der teilweise, ne? Ja. Aber nie mehr, die haben sich nie wieder bei diesem Gestank beschwert. Nee, ne? Hat Professor Eich Slymog gewaschen oder was? Vielleicht? Das würde auch erklären, warum Slymog so anhänglich ist. Ganz ehrlich, da gibt's Sinn, ne? So, ich bin schon in der nächsten Etage angekommen. Du rennst da auch immer durch. Ich erledige jeden Typen von denen. Und ich spiele in ganz normaler Geschwindigkeit. Also ich bin gerade bei dem dritten Typen in der ersten Etage.
Der mit den 5 Ratzfratz? Nein, nee, das war der zweite. Was denn? Der mit den 5 Ratzfratz war der zweite Typ. Komm, Georock, ich hoffe, du entwickelst dich auf Level 35 weiter. Nö, tut's auch nicht. Ich muss jetzt erstmal ins Pokémon Center gehen. Oh, das ist auch eine gute Idee. Bei dir auch? Ja, wenn ich die nächste Tage durch hab. Ist das Lernen noch nicht. Dir ist schon klar, dass sich Naktara auch nur nachts aus Evoli weiterentwickelt, oder? Natürlich. Da geht es euch eher schneller, wenn du wenn du einen Nebulak fängst. Noch lange nicht. So, ich knapp jetzt erstmal den nächsten Typen vor mit Timon. Und seinem Schlitzer. Nice. Also ich bin froh, dass ich mit dem Sander angefangen habe. Hast du schon erwähnt? Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Timon one-hittet einfach mal alle Pokémon des Gegners. Ja, läuft bei dir. Ich weiß. Aber ich glaube nicht, dass es weiterhin so einfach bleiben wird. Bedenke, dass wir für die 8. Arena mindestens ein Level 40er brauchen werden. Ich habe die Level von den 4 von den Pokémon noch gut im Kopf. Ja. Das stärkste war ein Level 40 Seedraking. Ja, kann sein. Da bin ich mir noch ziemlich sicher. Ah, ich weiß, dass er in Gold und Silber 3 Dragon ist und Level 40 Seedraking hatte. Ja, mag er sein. Weiß ich nicht mehr. Oh Mann, ich muss mal eben in der Aufnahme mal ein bisschen rumsuchen hier in meinem Zimmer. Sehr professionell. Ich suche später weiter. Oh, Dreck, super, geh mir nicht auf den Nerven. Ich hab den Vorschlag jetzt. Ich hab die nächste Etage auch schon hinter mir. Alter, was machst du? Wer? Ja, du. Wieso? Ich habe einen Sandama. Was die Gegner one-hittet. Was kann ich dafür, dass du noch ein Evoli hinterher leveln musst? Oder hast du so schlecht in der 7. Arena abgeschnitten hättest und beinahe das verloren hättest?
Und bevor du fragst, ja, mir macht Spaß, Salz in die offene Wunde zu streuen. Mann, das triffst du irgendwann auch wieder. Ich kann nichts dafür, dass ich das bessere Pokémon habe. Sag nur Bianca, ne? Da hatte ich noch nicht das bessere Pokémon. Außerdem, ich sag nur Hartwig. Ja, und ich hatte auch gar nichts, was annähernd dagegen machbar war. Und ich hatte auch nichts an, was gut gegen Bianca war. Bäh. Aber du hattest eine Menge gegen Norbert. Und hättest fast verloren. Faule Ausrede. Faule Ausrede. Nein, war so. Ja klar. Ich verzeih mich. Faule Ausrede. Ladekabel angestreckt, schnell. Also ich bin schon ganz oben beim Team Rocket Executive mit seinen 6 Smogons und einem oder 5 Smogons und einem Smogmog. Ja dann. Hier wirst du mich auch ein. Ne? So gut wie. Haben noch 3 Minuten. Ich glaube, der Team Rocket-Vorstand würde mir doch Probleme bereiten jetzt. Ja? Timon kann gegen den Typen nicht viel ausrichten. Tja, musst du halt ein anderes Pokémon einsetzen. Ich frage mich nur, welches. Oh ne, jetzt benutzt er sich auch noch Selbstzerstörung. Okay, Rocky, dein Auftritt. Rocky Lee. Moment mal, das ist falscher Anime. Falscher Anime. Wir sind hier bei Pokémon, nicht bei Naruto. Ach, passt schon. Ich schmeiß noch eher als durcheinander. Rocky, Warp-Digitation zum Geowatz oder was? So in der Art. So in der Art. Ich spiele mal eben meinen Geo-Rock im Angriffsmodus um, wenn wieder falsch an ihm. Ja. Jetzt war ich gerade bei Yu-Gi-Oh! Welche Anime machen wir als nächstes? Kamehame Steinwurf. Rocky mag Schokolade, Rocky mag Schokolade. Ja, genau. Rocky, ja, weil, vor allem bei Rocky genauso aussieht wie Barge und Buu, ne? Naja, von der Figur könnte es hinhauen. Sind beide rund. Ja. Und Leute, das war's dann für diese Folge schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Im nächsten Mal versuchen wir, diesen Typen hier zu besiegen und Team Rocket zu besiegen. Tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.